Schönen guten Tag. Interview der Woche. Heute mal wieder mit Daniel Reich. Daniel, schön, hallo, dass du gekommen bist. Wir sitzen bei mir im Garten. Ja, wie fällt deine Spielanalyse aus zum Spiel von gestern? 3 Punkte mitgenommen. War wichtig. War für das Team gut. Allerdings, wenn man schaut, was möglich gewesen wäre, ist es dann doch ein bisschen enttäuschend. Aber wir wollen mal nicht zu greifen die Geschichte. Ja, zweite Halbzeit war nicht so prickelnd gewesen. Da hat Albert, habe ich auch manchmal so ein bisschen die Stimme von vernommen. Das war etwas laut geworden. Das ist eben das, was ich gerade meinte. Also ja, wir haben natürlich in der zweiten Halbzeit komplett den Faden verloren, komplett unser Spiel auch verloren und den Gegner dann eigentlich dadurch stark gemacht, wobei den Gegner stark gemacht auch wieder in Anführungsstrichen zu setzen ist. Weil ich glaube, das war doch die schwächste Mannschaft, die mir bisher begegnet ist. Ja. Ja, was ist denn in Simmerode los? 4:1 verloren. Können wir das einschätzen hier von Eisenach aus, warum die so schwächeln? Also ich kann mir das nicht anmaßen. Also ich weiß nicht, was da los ist. Allerdings ist es immer schwierig. Dasselbe Problem hatten wir eben nach dem Pokal. Wenn du dich auf ein bestimmtes Spiel konzentrierst, fokussierst und das eben dann wirklich auch noch daneben geht, dann kannst du mental doch wieder in so ein Loch reinfallen und das ist dann eben schwierig rauszukommen. Ja, der FC Wartburgstadt ist jetzt mit 8 Punkten in Front. Torverhältnis, ich glaube plus 30 oder so. Ne? Beste Abwehr haben wir jetzt, den besten Sturm haben wir auch. Was ist denn jetzt eigentlich das Ziel? Nur aufzusteigen oder soll auch die 100er-Marke geknackt werden? Oh, mit sowas beschäftige ich mich nicht. Machst also du nicht. Was mir gefallen würde, wäre, wenn wir eben wirklich versuchen, in jedem Spiel, egal ob wir das jetzt durch das Wochenende glücklich vielleicht schon schaffen würden, den Aufstieg, dann trotzdem das zum Ende hin noch voll durchzuziehen, eben keine Punkte mehr liegen zu lassen irgendwo. Und eben zu zeigen, dass wir zu Recht aufsteigen und zwar in jedem Spiel zeigen. Ja, das bringt mich zum nächsten Gegner, Preußen-Bad Langensalza. Da hatten wir ganz schön zu tun im Hinspiel, nicht? Das war eine harte Nummer, ja. Ja. Habt ihr euch da was Besonderes vorgenommen oder habt ihr euch mit dem Spiel nochmal beschäftigt? Also wir beschäftigen uns immer mit jedem Spiel. Wir beschäftigen uns in der Nachanalyse genauso wie im Vorab. Allerdings Besonderheiten, glaube ich, werden wir die Woche nicht einbauen. Wir sind stark genug, meines Erachtens, um das positiv zu gestalten. Das heißt also eben 3 Punkte einzufahren. Und das Ganze müssen wir eben nur wieder rüberbringen. Das ist das Wichtigste. Mhm. Habt ihr schon T-Shirts gedruckt? Nein. Zumindest weiß ich nichts davon. Mhm. Danilo Paunovic ist ja nun noch gesperrt. Ne? Ist dann schon eine Entscheidung gefallen, wie viele Spiele er brummen muss? Nein, also die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ich weiß nicht, wann das Sportgericht tagt. Aber ich denke mal, man sollte mindestens mit 2 rechnen. Eventuell wie beim Ante sogar mit 3. Mhm. Ist er von der Mannschaft ausgepeitscht worden dafür? Er ist nicht ausgepeitscht worden, aber es wurde sicherlich ein ernstes Wort mit ihm geredet, da die Entwicklung der letzten Wochen darauf schon hingedeutet hat, auf so eine Aktion. Vielleicht jetzt nicht durch eine rote Karte, aber er ist von seinem Weg abgekommen und wir haben eben versucht, über Gespräche ihn wieder darauf zu bringen. Ich hoffe, dass die rote Karte für ihn eine Lehre ist, dass er daraus lernt und dementsprechend eben nochmal für uns Leistung bringen kann. Mhm. Tja, dann danke ich dir, Daniel, dass du nochmal Rede und Antwort gestanden hast. Kein Problem. Danke. Tschüss.